Well, well, well. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder erwacht aus dem Winterschlaf. So wie gefühlt jede Woche ein, zwei Mal. Und wisst ihr, nach was das gerade duftet? Richtig, es duftet nach ein paar neuen Memes und lustigen Clips, die ich für euch rausgesucht habe. Und schnacken wir mal gar nicht so lange drumherum und starten direkt rein. Ich bin hier auf ein Video gestoßen, da hat irgendein Influencer einfach gesungen und naja, schaut mal selber, was die Crowd so dazu zu sagen hat. Yo, shut the f**k up! Genau das ist die richtige Reaktion. Das klang ja sch**. Ja, immerhin ist einer ehrlich, ne? Wenigstens einer, der seine Meinung sagt und sich dafür einsetzt, dass diese Scheiße hier aufhört. Das kann sich ja echt keiner geben. Wer auch immer das ist, der Bruder hatte heute bestimmt seinen ersten Auftritt, war so voll aufgeregt und dann passiert einfach sowas. Der wird danach nie wieder singen. Tja, das war's wohl mit dem Singen, ne? Und mit was ist das auch wahr? Ist mit diesem Schrank oder Kühlschrank. Keine Ahnung, was die dort auf diesem Motorrad balancieren. Aber ich weiß jetzt schon, dass das nicht gut ausgehen kann. Super. Der 5-Euro-Schrank ist in 5000 Teile zersplittert. Ey, mal ehrlich, selber schuld. Wer sich dachte, dass sowas eine gute Idee ist, der hat es verdient, auseinandergenommen zu werden vom Leben. Was haben die sich dabei gedacht? Die wollten schnell den Schrank irgendwo hinbringen und... naja, jetzt haben sie halt den Schrank zerstört, plus das Auto, plus das Motorrad. Scheint ja ein guter Tag gewesen zu sein. Und wer auch einen richtig beschissenen Tag hatte, ist dieser Typ hier. Er hat heute seinen ersten Praktikumstag bei McDonald's. Und mal schauen, wie er sich so anstellt. Ach du heilige Scheiße. Jopp. Das war's mit dem Job. Der hat einfach den kompletten Kanister vom Frittierfett ausgeschüttet. Also wäre das mein erster Arbeitstag, ne? Ich kann euch versprechen, danach wäre ich auch sogar freiwillig gegangen. Gar kein Bock mehr, Scheiß auf Arbeiten. Hartz IV, aka Burgi-Geld, lohnt sowieso mehr. Da passiert sowas nicht. Ich will nichts sagen, aber der Laden ist gefickt. Der muss wirklich jetzt einfach wegrennen, weil ansonsten muss der das noch aufwischen. Und das wird die Hölle. Oh mein Gott, wie das da drin wohl stinken und kleben muss. Das ist echt ehrenlos, Mann. Und apropos ehrenlos. Also ich weiß ja, dass die Werbungen früher immer bisschen krasser, bisschen sasser und einfach heftiger waren. Die haben früher einfach einen F*** auf alles gegeben bei den Werbungen. Aber die hier ist wirklich zu krass. Okay, er legt sich irgendwo drauf schlafen. Erstmal nichts Komisches. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das ist echt eine Sünde, dass ich hier gerade drüber lache. Und wer auch immer darüber gelacht hat, bah, schämt euch, ihr seid gottlos. Ja, sie fand's mund klein, doch Bro, what the f***? Na, ey, Thailand, ey, Thailand! Ja, genau das ist auch meine Reaktion gewesen. Oh, das ist wirklich crazy, Mann. Ich habe echt mit allem gerechnet, aber dass der Typ zu einer Zahnpasta wird... Damn, das kam unerwartet. What is Bro doing? Okay, wir sehen hier einen Boxkampf und da ist der Schiri. Okay, was soll jetzt passieren? Was war denn seine Mission? Wo ist der hingeflogen? Der hatte mal entspannte 5 Sekunden Verzögerung bei der Reaktion. Klasse. Selbst wenn da was passiert wäre, Bro, du wärst zu spät gewesen. Und du bist 5 Meter dran vorbeigeflogen. Der Kampf musste danach beendet werden, weil der Schiedsrichter sich verletzt hat. Super, der sollte sich eigentlich darum kümmern, dass der Kampf glatt läuft und hat stattdessen den kompletten Kampf Okay, was passiert hier jetzt schon wieder? Ich kann das doch alles nicht mehr. Ey, was hat der Hund davor? Was? Der bekommt doch keine Luft mehr. Chill. Der hat persönliches Problem mit seinem Herrchen bekommen. Der hat ihm ein bisschen zu wenig Leckerlis gegeben und schon will er ihn killen. Hallo, reicht doch, ist doch gut, okay. Keine Sorge, ihm geht's natürlich gut. Der Hund hat nur gespielt.
Kennt ihr diese Leute, die so übelst den aggressiven Hund haben, der so 2 Meter groß ist und mich so anschaut, als würde er mich gleich essen? Und die sagen dann so, ach, keine Sorge, der will nur spielen, er ist ganz lieb. Und währenddessen hat er schon gefühlt Tollwut im Maul und will mich aufessen. Ich war gestern mal wieder, ja, wie gefühlt den ganzen Tag auf Instagram unterwegs und bin auf dieses Reel hier gestoßen. Ey, nichts gegen ihn, ne? Aber irgendwie erinnert er mich an ihn hier. 1:1 das gleiche. Sogar die Zahnlücke, die Augen, alles passt einfach. Ehrenlos. Schämt euch, wenn ihr hier gerade gelacht habt. Das ist Bodyshaming. Ekelhaft. Und wo wir gerade so bei dem Wort ekelhaft sind, ich habe wirklich eine Person gefunden, die Definition von ekelhaft ist. Und zwar ist das irgendein YouTuber. Und YouTuber sind ja eigentlich dafür bekannt, wirklich alles auszuschlachten und mit allem zu clickbaiten. Ich natürlich auch. Ich clickbaite auch gefühlt die ganze Zeit, damit ich noch mehr Klicks mache auf euren Nacken. Ich küsse übrigens euren Arsch, wenn ihr supportet. Kuss, Kuss, Kuss. Und genau das hat sich auch dieser Typ hier gedacht. Der denkt sich mal kurz, yo, ich nutze einfach mal alles für die Klicks und die Moneten aus. Und zwar ist seine Freundin gestorben. Als erstes einmal Rest in Peace. Und er macht jetzt Videos darüber. My girlfriend Alexia died. Rest in Paradise. Ja, wie schon gesagt, Rest in Peace. Das war halt irgendein Video, wo er so ein Statement gemacht hat, darüber geredet hat, seine Emotionen gezeigt hat. Und ja, schauen wir doch mal, welches Video einen Tag später online kam. Dead Girlfriend Ouija Board Challenge at Jam Gone Wrong? Nein, 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 nein. Bitte sag mir, dass das fake ist. Nein, 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 nein. Ja, leider ist es echt. Der Typ macht nicht wirklich eine Ouija Board Challenge mit seiner Tod. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie gottlos ist das denn? Wie kann er denn eine tote Person so disrespekten? Der nutzt die einfach aus, während die schon unter der Erde liegt. Also das ist wirklich der Peak an Ekelhaftigkeit. Was ein Bastard. Und als ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden, ja, kam einen Tag später dieses Video. Dead Girlfriend Attack Me at 4 AM? Und dann dieses Thumbnail? Nein! Ey, das geht jetzt wirklich eine Stufe zu weit. Das geht doch nicht klar. Was macht der da? Dem Typen ist wirklich alles egal. Hauptsache, der macht noch seine Klicks. Junge, das ist wirklich heftig. Was geht denn bei diesem Bild ab? Ey, ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das seine Freundin ist, oder? Nein, 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 nein. Die Welt ist am Abgrund. Ich sag's euch so, wie es ist. Die Leute werden immer verrückter. Das kann man doch nicht ernst meinen. Wie kann man denn ein normaler Mensch sein und so eine Scheiße fabrizieren und sich nicht schlecht dabei fühlen? Also das ist wirklich geisteskrank. Ich distanziere mich davon. Buzdarov. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. Der dachte einfach, Gott hat ihm ein Zeichen gegeben und hat ihm Gesundheit gewünscht, nachdem er genossen hat. Alles klar, ey. Ey, die Leute checken doch gar nichts mehr heutzutage. Was ist denn mit dem los? Ich weiß nicht, welche Sprache das war, aber das hat sich irgendwie angehört nach Russisch. Und natürlich muss das wieder in Russland passieren, ey. Dass irgendein Typ, der sich gerade fast totgesoffen hat mit Wodka und denkt jetzt, er bekommt ein Zeichen von Gott, wie er da niederkniet und dem Lord dankt. Ich kann das alles nicht mehr, das ist doch verrückt. Ich bin auf dieses Video von Kai Pflaume gestoßen und... Ja, da fehlen mir echt die Worte. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe hier gerade diesen Senf gekauft. Extra scharf. Und jetzt... Ist das mit extra scharf gemeint? Ist das... extra scharf. Versteht ihr? Nein, ich verstehe es nicht. Bitte erklär es mir nochmal. Ey, Bruder, Kai Pflaume, ich küsse doch dein Herz, aber was ist das denn für ein Cringe-Video? Was hat er da versucht? Als ob sich irgendjemand so denkt, der unter 50 Jahre alt ist, so scharf und scharf. Mann, ist das ein Knaller. Kai Pflaume, das war's erstmal mit Social Media. Wirklich, gönn dir doch mal bitte eine Pause von Social Media. Tu uns alle den Gefallen und lad einfach mal für 3-4 Monate kein Video hoch. Danke.
Ey, was ist denn mit dem schon wieder los? Wie kann man denn so hart tryharden, dass man auf gar keinen Fall die LGBTQ-Treppe hochgeht? Das Video hier sorgt heute wirklich für eine Psychose, ey. Der denkt auch, er ist jetzt Savage geworden. Neuer Andrew Tate dort auf dem Ding. Der will LGBTQ aus dem Weg gehen, aber das, was er dort mit dieser Treppe macht, Bro, das ist schon so hardcore sus. Das ist am meisten LGBTQ, was nur geht. Was machst du da mit diesem Geländer, Bro? Chill, 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 chill. Was ein Troll, wirklich. Was ein Troll, Mann. Die Leute nehmen auch echt nichts mehr ernst heutzutage. Okay, okay, okay. Und jetzt begrüßen wir zusammen den neuen Politiker der Zukunft. Diese drei Jungs werden bald über unser Land herrschen und es führen. Wow, 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 wow. Das letzte Wort hat sich irgendwie ein bisschen komisch angehört, ne? Ihr wisst, wie ich das meine, okay? Ich meine das mit dem normalen Kontext und nicht mit diesem... Ja, ihr wisst schon, Kontext. Welche drei Dinge würdet ihr machen, wenn ihr ein Schuldirektor wärt? Also ich würde auf jeden Fall... So eine Fortnite-Klasse oder so machen. Alles klar, gut, gut. Wenn der Typ Bundeskanzler wird, wir sind verloren. Wir sind verloren. Die Amtssprache wird hier Fortnite. Und alle Leute müssen jeden Tag das Floss oder den L-Dance machen oder den Orange Justice. Und in Deutschland gibt's dann auch jeden Tag Krieg. Jeden Tag Battle Royale in echt. Ja. Dass man Fortnite spielen kann, ja, in der Schule. Da lernt man so Fortnite spielen. Ja gut, alles klar, man lernt Fortnite spielen. Ah ja, super, heute wieder 7. Stunde mit Herr Meier ein bisschen die 90s üben, ja? Und danach... Danach nehme ich noch Nachhilfe bei Frau Schubert. Die erklärt mir nochmal die Zonenrotationen. Ich glaube, alle Schüler werden zu machen, wenn sowas unterrichtet werden sollte. Wozu sollte man auch noch wirklich lernen? Bringt doch sowieso nichts. Okay. Ja. Ist es wichtig im Leben? Ja, also wenn man E-Sportler werden will. Okay, also ein bisschen. Ja, ja, wenn man E-Sportler werden will. Normal. Wenn jedes Kind von heute auf morgen E-Sportler wird, das war's mit unserer Welt. Also ich würde dafür sorgen, dass die Schule später gestartet wird, also so um 9 oder 10. Okay, damit man länger schlafen kann, ja, oder? Genau. Okay, okay, ja. Würde ich so unterschreiben. Obwohl, gut, ich bin eigentlich auch immer erst um 9 gegangen, weil ich die ersten 2-3 Stunden geschwänzt habe, weil ich verschlafen habe. So, und jetzt kommt der dritte, mal gucken, was er noch auf Lager hat. By the way, der sieht fresh aus, Alter. Der ist 7 Jahre und ist schon am Drippen. Bei dir? Ich würde so weniger Schularbeiten, so 3 Schularbeiten pro Semester, so von jedem Hauptfach. Pro Semester? Wie Semester, oder? Du gehst doch gerade erst in die Grundschule, was redet der von Semester? Semester gibt's doch erst auf der Uni, der geht schon studieren. Wer ist dieser 30-Jährige gefangen in diesem Körper? Damit's nicht so stressig ist. Perfekt, finde ich auch. Ja, 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 verständlich, verständlich, ne? Der ganze Schulstress in der 4. Klasse, der ist schon hart. Das ist schon wirklich hart. So, okay, ja gut. Also halten wir fest, Fortnite-Unterricht und der beginnt erst ab 9 und dann nur 3 Klassenarbeiten pro Semester über Fortnite. Ja, würde ich so unterschreiben. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass genau das an den deutschen Schulen umgesetzt werden sollte, dann gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Peace out.